Ich bin jetzt endlich in dieser Zielhaltestelle angekommen und ich werde mich jetzt gleich mit Helmut treffen. Guck mal! Jawohl, guck mal hier! Der Helmut ist da! Der ist hier angekommen! Ich bin angekommen und er hat hier gewartet. Hier werden wir Bier und nochmal Sachen kaufen gehen und Fleisch und sowas. So, die Palette Bier mit 2 Spreitflaschen für Alsterwasser sind eingekauft. Und guck mal, hier vorne ist Fressen. Für später. Hier vorne geht das die ganze Zeit bergauf. Und bergauf bedeutet, dass das mit so einem schweren, vollgepackten Wagen immer so ein Weg mit Schwierigkeit ist. So, wir sind jetzt hier in so einer Schutzhütte angekommen. Das ist eine Schutzhütte in der Nähe von dieser Ruine. Ich glaube, von hier aus kann man nicht sehen. Geprost. 44,90. Ist der Wagen schwer, ohne den Zusatzgewicht, was hier in dieser Rucksack drin war. Und das schleppe ich auf jeder Tour mit. Aber das ist viel einfacher, als wenn man das alles auf den Rücken schleppt. Und jetzt werden wir erstmal auf dem neuen Natururin-Schneidebrett Essen zubereiten. Da darf man uns selbst aus Versehen. Ist gezündet. Fressen wird gebraten. Helmut kocht. So, jetzt wird das ganze Fressen beschnitten. Mhm. Ja, ist gut. Auszuzeichnen. Jetzt werde ich auch mal probieren. Das ist voll cool, Fressen. So, guten Morgen. Schlafplatz ist aufgebaut. Und genau, ich werde jetzt gleich Zähne putzen. So, wir haben jetzt den Neustädter Mountainbike Marathon gesponsert von Sigma begonnen. Aber erstmal wird eine Bierpause eingelegt. Oh ja, das Rennen beginnt. Die hier, die darf man auf jeden Fall nicht fressen, glaube ich. Aber guck mal hier. Hier, die da oben. Ja, ich komme nicht ran, weil ich zu klein bin. Aber genau hier. Diese Blätter. Ich habe keine Ahnung, ich habe vergessen, wie dieser Baum heißt. Aber genau, diese Blätter, die kann man fressen. Die sind richtig geil. Wir sind voll in Netto und keine Ahnung, was wir hier machen. Auf jeden Fall warten wir hier. Nee, nicht Netto, sondern Lidl heißt das, genau. Vor dem Lidl warten wir gerade. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Wir suchen uns ein Gleis aus. Nicht mit mir. Wir sind hier gelandet. Und wir werden gleich unser Pennplatz suchen gehen. Survival-Fressen gefunden. Und hier vorne, hier ist noch mehr Survival-Fressen. Guck mal, hier fließen Flüssigkeiten runter. Guck mal, hier fließt Flüssigkeit nach der Richtung da lang. Und da drüben sind grüne Pflanzen. Hier vorne ist ein Weg mit Schwierigkeit. Nee. Ist das widerlich. Nee. Die hören nicht weg. Geil. Das
Die totale Müllverransung. Wir müssen mehr Bier trinken, damit das voll wird. Die sind geil, die Bäume. Hier vorne ist ein Gebäude oder wie das heißt. Es sieht aus wie unser Schlafplatz. Die Sonne blendet gegen meinen Kopf. Und guck mal, da drüben ist Burg. Ich werde später da drauf klettern. Aber vorher wird erstmal Koffein hergestellt. So, unser Koffein ist fertig. Guck mal, Helmut brauchte Schatten. Und da drüben, da kommt gerade Schatten. Aber weil wir zu faul waren, da hinzugehen, hat Helmut hier den Tarp aufgespannt, damit wir hier drunter Schatten haben. Also wir haben gerade noch hier ein bisschen rumgesessen und im Tarp rumgesessen und sowas. Und jetzt gelaufe ich diesen Burg hoch. Prüfen wir, wie es aussieht. So, das hier, das ist diese versüffte Burg. Ich werde da jetzt hochlaufen. Guck mal, das hier, das ist ein ganz gechillter Sitzplatz, oder wie das heißt. Mit Aussicht. Guck mal, dieser Drachen ist schon wieder da. Der Drachen, der bewegt sich und sowas. Und er klettert hier diese ganzen Sachen hier hoch. Ich bin gerade dabei, mit Arschloch zu telefonieren. Guck mal, das hier, das ist diese Burg von dieser Perspektive aus. Da war ich oben drauf und habe diese Drachen gefilmt. Guck mal, hier läuft schon wieder so ein Drachen rum. Das ist ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, wir haben nur noch eine einzige Wasserflasche, die irgendwie halb voll ist. Und die ist von der Sonne so richtig aufgehitzt. So, dass wenn man das trinkt, dass man sich dann verbrennen tut. Also das ist so heiß wie Kochwasser. Und guck mal, und weil es bei uns an Wasser mangelt, haben wir da drüber einen See gefunden. Mit Campingplatz. Vielleicht ist hier irgendwie eine Dusche oder so, wo wir das auffüllen können. Oder ein Wasserhahn oder sowas. Und wir werden gleich da in diesen See da rein schwimmen gehen und sowas, glaube ich. Neben Helmuts Fuß sind hier ganz viele Ameisen und sowas, die hier diesen Stück hier fressen. Keine Ahnung, was das ist. Pommes oder sowas. Aber genau das fressen die ganze Zeit. Das sind richtige Ameisen. So, wir gelaufen jetzt weiter. Weil dieser komische See, der ist überall mit diesen ganzen Campingplatzhöfen bedeckt. Man konnte da überhaupt nicht reinspringen. Das ist richtig widerlich. Also ohne angemault zu werden, kann man da nicht reinspringen. Der verranzte Zug ist angekommen. Wir werden hier jetzt einsteigen. Guckt mal. Guckt euch das mal an hier. Ich bin in Mannheim angekommen mit Helmut. Und ich werde hier in Mannheim gleich nach einem Schlafplatz suchen gehen. Im urbanen Bereich. Genau, das mache ich gleich. So, ich liege jetzt gerade hier an dieser Schusshütte rum, mitten in der Stadt, und ich penne genau hier, an dieser Stelle.